Somit sollte er sich selbst versorgen. Wenn er genug fördert, sagen wir mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob zwei überhaupt reichen. Doch, sieht gut aus. Weil der hat ja schließlich schon eins verbraucht jetzt. Und die Kohle ist gleich da. Da ist er. Also das läuft. Wenn er denn nicht mehr verbraucht, je nachdem nach Leistung, was er. 5 Megawatt braucht er. Okay, 10% oder so. Das sieht gut aus. Oh yeah. Können wir jetzt sogar ein drittes anschließen, ne? 150 wäre doch eine Idee, oder? Ich lasse es erstmal so im Raum stehen. So, die Frage ist, wie kriege ich den Strom jetzt zu mir? Ah ja. Ist ja witzig. Haha. Ist ja witzig. Mega. So, jetzt würde ich ganz gerne wissen. Was hat's mit dem Cadmium auf sich? Catalina, wie heißt's? Da ist meine Brücke. Vielleicht. Nur mal so. Wollen wir gerade so schön beisammen sitzen? Meiner nur war. Frage ist natürlich, kann ich das Ding überhaupt da hinsetzen? Nein, kann ich nicht. War ja klar, gell? Aber okay, wir haben schon mal alles, die Voraussetzungen sind geschaffen. Kupfer. Wenn ich es auch mal brauchen täte. Na, ja, Kupfer. Na, dann komm mal mit. Boah, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Ein bisschen erhöht. Da auf dem Pfosten ist doch gut. Zu steil, Draht zu lang. Höher sitzen kann ich das Ding nicht, gell? Nee. Doch gerade ganz kurz. Alter, das Kohlekraftwerk da hinten ist das geil. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich noch selbst da hochkommen. Das ist echt gut getarnt, das Ding hier.
Komme ich da nochmal hin? Ja. Das gefällt mir nicht. So viele Bäume. Das ist ja schlimm. Gleich sind wir autonom. Unabhängig. Frei von allen Zwängen der Natur. Schau, wie schön gerade ich Linie bis jetzt gemacht habe. Herrlich. Strom für die Welt. Bäh. So komme ich da nicht hoch. Toll. Mann. Hier ist die Bedieneinheit, okay. Ja, ist überhaupt nicht weit weg, das Atomkraftwerk. Das Atomkraftwerk, sag ich schon. Das Umspannwerk da hinten, das elektrische. Ich baue die erst einmal außen rum. Dann speisen wir es jetzt direkt ein in unser Netz. Ich brauche dringend mal ein paar Rampen. So. Ja, okay. So, dann kann mich das Biofilter da hinten verbrennen wie Smog. Das sind jetzt. Alter, wie geil. Gerade noch so zu erkennen im Horizont. Wie viel Energie haben wir jetzt? 200 Megawatt. Schönes Ding. Wie schaut es mit den Plates aus? 32. Das hat jetzt 32 Container gebracht, die Zeit. Was fehlt dir denn noch? Schrauben. Warum fehlen dir Schrauben? Weil du keine Eisenstangen hast. Warum hast du keine Eisenstangen? Weil du keine Eisenbahn hast. Warum hast du keine Eisenbahn? Weil nicht genug Eisen ankommt. Wieso kommt nicht genug Eisen an? Ach ja. Ich vermute mal, dass die Bänder da hinten, die Minen, etwas zu langsam sind. Habe ich eigentlich noch? Natürlich nicht. Ach, Leon. Wie schaut's da aus? Leer. Wie schaut's hier aus? Mehr schafft er nicht. Ach, das ist eine gelbe Elektroschnecke. Tja. Ich meine, ich hätte die Energie. Ach, wisst ihr was? Ach, wisst ihr was? Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er durch. Eisen? Oh, jetzt so. Impure.
Impule. Das ist eine schlechte Eisenmine, sehe ich gerade. Deswegen liefern die auch so wenig. Ah, ich verstehe. Oh, ich mag die. Die sprungtechnisch hier. Ich wünschte, ich könnte auch wieder hochkommen. Was ist das? Fusch! So ein Fusch überall. So, jetzt läuft sie vernünftig, oder? Hatte ich für den Eisenerz dabei? Mhm. Da war doch was, gell? Gut. Ich will einfach gar nicht aufhören, weiter zu spielen. Das macht mir einfach so viel Spaß. Ihr habt keinen blassen Schimmer, wie geil das hier ist. Das sieht vernünftig aus. Nach dieser Kurve, die ist ein bisschen zu eng, gell? Deswegen staut sich da ein bisschen, aber das ist okay. Hier hatte ich überall noch. Jetzt habe ich überall Dreierabschnitte. Und hier war halt eine Lücke dazwischen. Das sind überall nur zwei. Und hier habe ich jetzt. Nee, komisch. Es sind die Lücken auf jeden Fall größer. Das rutscht sich immer bei diesen Bändern ein bisschen rum. Kupfer staut sich auch schon. Oh ja. Wieso kommt das wenig Eisen an? Ich meine, ich kann jetzt hier ein zweites Band bauen. Oder das MK-Band. Was brauche ich denn für das eigentlich? Hier Quickwire oder sowas. Nein. Nein, da. Das war das, was ich schon habe. Das sieht gut aus. Jetzt müsste es laufen. Ja. Ja. Oh ja, das sieht gut aus. Dann arbeiten wir halt mit drei Minen. Okay. Hauptsache es geht vorwärts. Da habe ich da oben so eine Rampe gebaut, den keiner benutzt, ja? Der Fessel, die ganze da oben steht. Ich feiere das. Mir fällt gerade ein, ich brauche auch hier Kohle. Ich brauche hier auch Kohle für Stahl. Oh Mann. Aber da hinten war auch noch Kohle, gell? Ja, das habe ich schon, danke. 1100 Meter. Also vermutlich da oben bei dem roten Baum. Oh Mann. Was ist das da eigentlich mit den Stacheln? Sollte ich mir auch mal bei Zeiten anschauen. So, aber ich denke, wir sind am Ende der Folge, der Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich noch habe. Was ich aber ganz gerne noch machen würde. Vielleicht mit Inventar lernen. Wenn wir schon mal da sind, lasse ich die gleich hier. Und die da, solange noch Platz drin ist. Die könnte man auch schön stacken eigentlich.
Und die da, soweit als geht. Okay. So, Blätter. Die Schnecke wollte ich mir noch anschauen, ob ich da irgendwas mit der machen kann. Stecken oder so. Biodiesel lasse ich mal dabei. Holz habe ich auch noch im Mann. Ach man. Wie weit er jetzt springen kann. Energiefragment. Hellgrüne Schnecke. Ich muss erst analysieren, wa? Da will ich rein. Abgeschlossen. Dort. Okay. Supercomputer. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can now be accessed in Hub Tier 5. Hub Tier 5? Was? Mach ich nicht fertig. 5. Mhm. Supercomputer. Oh Mann, das Spiel macht mich fertig. So, die da hoch, das da rein, das hinterher, das auch. Holz brauche ich jetzt erstmal nicht, Batterie brauche ich jetzt erstmal nicht, Biofuel, ja, kann man mitnehmen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Kettensäge. Irgendwas zum Abschließen noch hier? Hätte ich alles da. Braucht's das? Ich weiß nicht wofür. Vielleicht damit mal irgendwo hin, schnell hinspringen kann. Ich bin jetzt der Jump-and-Run-Freund. Ne, bin ich nicht. Einfärben, weiß ich nicht. Weiß ich eigentlich alle nicht. Armierpistole ist vielleicht Fernkampf ganz gut, aber glaube ich auch nicht, dass ich die jemals brauche. Das verstehe ich nicht, weil Biomasse habe ich schon lange. Brauchen wir vielleicht auch irgendwann. So, Stahl kommt als nächstes auf jeden Fall. Nahkampf würde ich bald gern machen und das wird eines der nächsten Dinge, schätze ich mal. So, Inventar ist geleert. Jetzt machen wir noch schnell am Folgenende. Am Aufnahmesession Ende. Fiesel besuchen. Ah, es läuft alles, es läuft alles. Juhu. Hey. So, die Frage ist, wo war das Hub? Irgendwo links, gell? Das Pod. Da oben. Jetzt kann ich ja höher springen, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich auch da ging es hoch. Na komm. Alter. Wie? Da steht doch nur da. Das ist aber gut, gell? Maestro. Also wirklich, schäm dich. Oh, Büsche. Grünzeug, Grünzeug, Grünzeug. Ich brauche gar kein Grünzeug mehr. Pott, 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 Pott. Da oben. Irgendwas Neues gespawnt? Nee, gell? Bin aufpassen, wenn ich renne und springe, dass ich nicht zu weit springe. Bingo. Eine Festplatte. Yay! Sonst gab es ja hier nichts weiter, gell? Sonst lag da nichts rum. Ich habe beim letzten Mal das Gericht geschaut. Das
So gut es halt ginge. Das war alles. Gut. Norden. Natürlich gerade, wo war jetzt der Strand? Ich glaube in diese Richtung. Habe ich mal? Doch in dieser? Da lang müsste es gehen. Weil ich glaube, dass in dem Hub, was da im Wasser lag, auch noch irgendwas ist. Oh, der ist so süß. Der dankst von mir. Ach, du schon wieder. Da vorne drin, weißt du, ich meine. Ich kann doch tauchen. Und wie kann ich? Ah, ja, okay. Was brauchst du hier? Steel Beam, genau. Da war was. Der folgt mir echt, gell? Na komm doch. Das war Eisen. Das Schlimme ist, da hinten durch, wenn man da geht, dann kommt noch so ein Viech, also noch so eine Kapsel. Das ist unfassbar. Wie viele da ja schon abgestürzt bin. Aber die haben ja gleich gesagt, wir sind nicht die Ersten, gell? Ich wünschte, man könnte schneller schwimmen. Wie kann man eigentlich tauchen? Gar nicht. Lass mich in Ruhe, ich will nur die Schnecke. Die Bären. So, hier rechts. Und dann da runter. Okay. Ich hoffe, ich habe noch so viel Platz. War das hier nicht irgendwo? Okay, hier nicht. Da gehen wir mal in die Richtung. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hier ist schon mal Eisen. Ja, ich glaube, hier war's. Da ist noch Kohle. Das müsste Limestone sein. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Kann das sein? Nee, eigentlich müsste es stimmen. Eine Schnecke. Eine Elektrosnecke. Boah, das macht es so viel einfacher, die Sprünge jetzt. Okay. Da ist mein Türmchen. Irgendwo bin ich falsch gegangen. Das ist wieder Limestone. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Oh. Ah ja, hier bin ich jetzt.
Komme ich da hoch? Nein. Da komme ich hin. Aber egal. Hier, badabadau. Da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Vielleicht war es doch auf der anderen Seite. Das ist auch Eisen. Da sind so komische Fliegen hinter mir her. Oh, die sind sogar richtig schnell, die Fliegen. Jungs! Die sind immer noch schneller als ich, kann das sein? Alter, die sind immer noch schneller. Ah, oh, herrlich. Na, was jetzt? Weichei. Guck mal, da steht. Fissel, bist du's? Ja, so kenne ich. Den ganzen Tag irgendwo rumstehen. Gell? Sein Blick ging in die Ferne. So. Ich würde sagen, wir haben genug für heute. Es läuft alles. Wir haben Energie. Dank RWE da hinten im Horizont. Weltraumlift läuft. Hab es da. Platten werden produziert. Zementsäcke ruckeln da durch. Okay. Ja, irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen da unten. Ich brauche schon eine ganze Weile auf. Okay, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schalte mal wieder rein. Wir werden sie auch eine Menge machen hier. Ciao.